bin so blöd. Ich bin so blöd. Ihr glaubt nicht, wie simpel das ist. Wir müssen ihn jetzt einfach nur wieder schwer machen. Zack. Und schon ist er schwer genug. Ja. Da hätte ich aber auch... Ja. Da hätte ich aber auch drauf kommen können, Freunde der Sonne. Sei kein Frosch, lern lesen und schreiben. No risk, no fun, das ist mein Motto. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Oh, wir sind auf einem Plateau. Corona. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Wir sind jetzt hier, da hinten ist Corona. Wir sind jetzt hier, da hinten ist Corona. Wir sind jetzt hier, da hinten ist Corona. Wie sollen wir denn da zum Himmel nochmal herkommen, hinkommen? Das wird schwierig werden. Können wir eigentlich wieder zurück? Will ich nicht unbedingt, aber... Mir wird ganz schwummerig, wenn ich bedenke, dass ich damit gefahren bin. Du hast es ja überlebt, Cedric, und eigentlich müsste das jetzt Glückshormone in dir, in dich hineinschütten. Ich fahre da bestimmt nicht wieder runter. Ich bin heidenfroh, dass ich den Askil entkommen konnte. Wahrscheinlich ist aber bei dir gerade der Adrenalinspiegel gestiegen und nachdem, na egal. Ich glaube, ich habe hoffentlich gibt das... Zunge gebissen, hast du gut gemacht. Oh, die Schlucht, die sieht doch bestimmt gut aus. Da unten wohnen die Askil. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Ja, ist auch schon eine unglaubliche Tat, ne? So eine Flachpfeife als Helden zu haben und trotzdem schaffst du immer wieder aus den größten Gefahren zu entkommen. Gemein. Ein runder Stein. Ich verkneife mir lieber jede spöttische Bemerkung. Immerhin haben sich Steine auf meiner Reise doch erstaunlich oft als nützlich erwiesen. Ja, jetzt wo er es sagt, ich glaube, wir hatten schon des Öfteren das Vergnügen mit Steinen. Die zwei sprechenden Steine, dann hatten wir irgendwann mal einen ganz normalen Stein, dann hatten wir einen Feuerstein. Also Steine, wichtige Gegenstände, Mineralien etc. pp. Können wir gut gebrauchen. Da soll mal jemand sagen, Steine sind nutzlos und liegen nur blöd in der Weltgeschichte herum. Mit denen kann man tolle Dinge anrichten. Hier geht's weiter. Ach, du ahnst es nicht. Bahnhofswärter? Vögel! Bahnhofswärter! Vögel! Ein Mensch? Vögel! Ich rede mit den Vögeln! Viel interessanter als Menschen, die klein sind und komisch aussehen und große Hüte haben. Was wäre wohl? Schusch! Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Komm! Put, put, put! Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom Beet zu vertreiben. Warum sollten wir sie auch vertreiben? Ich meine, die sehen doch ganz freundlich und possierlich aus. Niedlich. Fast so ein bisschen wie die, ich habe den Namen von diesen schreienden Vögeln vergessen. Schusch! Ich kann mir ja keine Namen merken. Vor allem diese Fantasienamen, die sind immer so kompliziert. Die kann sich doch kein Schwein merken. Aber sind trotzdem sehr passend zu diesem Spiel natürlich. Bahnhofswärter, dann schnacken wir mal die. Heda! Hey ho! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Halt, stopp! Bist du etwa Andreas oder was? Hallo Andreas, was machst du denn hier? Wo hast du deine Frau gelassen? Willst du sie untenrum vernaschen? Ich meinte untenrum ein wenig ärgern? Es ist so eklig. Ihr kennt garantiert die Frauentauschfolge. Das ist die absolut schrecklichste Folge überhaupt. Der Typ ist ein Psychopath, seine Frau ist eine fette Tonne, die sexsüchtig ist und irgendwie ist das alles sehr eigenartig, was da abgeht. Und die arme Tochter, die kann einem nur leid tun, die da in diesem Haushalt hausen muss. Kannst du mir helfen? Ich will mit dem Zug fahren. Ist da oben ein Zug? Vielleicht ist es ja so ein Fliegerzug. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Ja, warum denn? Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Ja, und wieso denn? Kannst du mir das nicht sagen? Die Askil sind mir auf den Fersen. Die Askil sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Ja. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Du bist doch ein Vogel, bist du doch. So ein kleiner Knilch will gegen die Askil ankommen. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du mein Rat willst, Posaune ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Wieso sag ich auch immer? Nimmt mich halt keiner ernst, aber das ist umso besser.
Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Huhu, schlagfertig, touché. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann. Oh, Cedric. Das glaube ich allerdings auch. So wie du rumläufst. Also, ist noch was. Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Wo, Lieblingsbaum? Den hier? Oh ja, der ist wunderschön. Da möchte ich auch den ganzen Tag drauf starren. Gibt ja nichts Schöneres. Gras beim Wachsen zuzuschauen zum Beispiel ist aber wahrscheinlich ein bisschen aufregender. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Ja, darf ich mir die denn mal angucken? Ich bin ein begeisterter Eisenbahnfan. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Boah, ey, das ist voll gut. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Ah, so mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Dafür würde ich keinen Bühnenheller ausgeben. Und das entspricht sogar der Wahrheit, denn soweit ich weiß, haben wir keinen Bühnenheller in der Tasche. Wo kommt eigentlich dieses Sprichwort her? Das ist ja sehr bekannt. Ich interessiere mich immer sehr gerne für die Ursprünge diverser Sprüche. Werde ich danach wahrscheinlich mal nachschlagen. Dafür würde ich keinen Mythenheller ausgeben. Wahrscheinlich hast du recht. Das mit dem Museum war wohl eine Schnapsidee. Vielleicht müssen wir ihn doch überzeugen, dass es eine tolle Idee ist, damit wir da hochkommen. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Käme man, ich weiß. Ja, dann machen wir mal. Sind wir mal, stapeln wir mal nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig. Machen wir mal ein Goldstück. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Für einen Besuch in Maurice Majestätischem Eisenbahnmuseum? Das muss doch mehr wert sein. Du hast doch einen Vogel. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Na klar! Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieß ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet. Oh, Cedric hat eine neue Berufung gefunden. Er macht jetzt einen auf Unternehmensberatung. Wäre vielleicht mal eine Idee wert. Wenn die Welt gerettet wird, könnte er ja mal einen anderen Berufszweig einschlagen. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 10 Goldstücke. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden! Welche anderen Kunden? Die Vögel vielleicht? Und? Wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Oh, ein Goldstück pro Tag, das nützt mir nicht besonders viel. Du könntest die Preise senken, vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Der ist doch total freundlich, ist ein richtiges, sonniges Kerlchen. Du solltest den Namen ändern. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei's drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Wäscheboy? Wäscheboy? Okay, toller Beruf. Hui, dann wollen wir das direkt mal machen. Ha! Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Ach du Kacke. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Opas Hose? Die ist unverwüstlich. Sie taucht immer wieder auf.
Sie ist wie etwas, was man nicht wegschmeißen kann, wie so eine verfluchte Statue, die man ins Meer schmeißt, sie aber dennoch einen wieder verfolgt. Das ist ja prima. Ob sie uns diesmal wieder das Leben retten wird oder andere tolle, aufregende Abenteuer mit uns überstehen wird, wird sich zeigen. So, erstmal die Wäsche hier abhängen, ne? So, Wäscheleine können wir auch mal mitnehmen. So, nun haben wir alles im Inventar, was wir brauchen können. Ich frage mich, wie wir die Vögel verscheuchen. Geht's da eigentlich noch weiter? Nee, ich komme nicht weiter. Ich kann mir nur die Gleise mal anschauen. Die sehen ja mächtig aus, du. Richtig beeindruckend. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Boah, geht so. Magnetschwebebahn. Die Monorail. Ne, wer die Simpsons kennt, weiß, worauf ich anspiele. Naja. Hey, da nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Ja, ja, klar. Ich bin geheimer ASCII-Spion. Hier. Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Berater und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 2 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Schön. 2 Goldstücke. Dann müssen wir noch weitere Tipps ihm vorschlagen. Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit. Immerhin bezahle ich dich dafür. So, erstmal die Preise senken. Du könntest die Preise senken. Niemals. Ein Besuch in Maurice majestätischem Eisenbahnmuseum sollte einem schon 10 Goldstücke wert sein. Ah, und ich bin schuld an seinen absurden Preisvorstellungen. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Ja, du solltest einen Clown einstellen. Hier bin ich. Tada! Das ist gut. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Und schon brauchen wir nur noch 3 Goldstücke. Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Na gut, aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Am besten gleich. Super. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. So, jetzt haben wir schon 3. Fehlen noch 2. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. Oh, wenigstens hält er sich an die gesetzlichen Bestimmungen. Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Aber nicht, dass du hier mit der Sekretärin rumvögelst, ne? Das hatten wir schon, das klappt nicht. Den Namen vielleicht ändern. Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Mehr als ein Maurice Mini Museum sehe ich hier nicht. Na, das wäre wahrscheinlich eher nach seinem Format. Mir gefällt Maurice Medium Museum. Maurice. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Ja, ich will dafür jetzt aber Geld haben, ne? Ich habe jetzt hier total... Dafür bezahlen andere Werbeagenturen. Na, halt nicht. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du 1 Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Oh, wie schaffe ich es denn, die Vögel wegzubekommen? Aber jetzt habe ich ja schon fast alles, ne? Ich kann das aber nochmal anwählen. Du solltest... Was denn? Unbedingt. Maurice Medium Museum. Das hat kein Pep. Was schlägst du vor? Mehr als ein Maurice Mini Museum sehe ich hier nicht.